Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Letzte Folge haben wir den Champ besiegt, endlich mit ein bisschen Hilfe von Rayquaza. Der muss jetzt leider dran glauben. Oh. Hallo, Miss Mio, ich bin Scott. Ich bin auf der MS Tide. Auf See zu sein ist... Achso, Punkt. Auf See zu sein ist einfach großartig. Übrigens würde ich dich gerne an einen bestimmten Ort einladen, wenn du interessiert bist. Dann gehe ich erst noch eine Runde schon wieder. Oh Gott, Alter. Wie letzte Folge, fängt gut an. Wenn du interessiert bist, dann nimm entweder einen Graphitport oder einen Seegrabsol die Fähre. Alles weitere besprechen wir, wenn wir uns an Bord treffen. Bis dann. Kleck. Gott. Oh, wer hat ein Händchen? Ein fetter Mensch. Nein, Spaß. So, fliegen wir mal dahin. Nein, das war falsch, Mister. Richtig falsch war das. Wir müssen erst noch woanders hin, damit wir bessere Bälle kaufen können. Ach, wir können auch erstmal in die, ne? Ich wollte jetzt endlich schon ein paar legendäre Pokémon fangen. Wir können auch einmal Duell-Tour machen irgendwann. Das ist jetzt nicht in den Zielen, aber mit Souls. Also ist ja egal eigentlich. Was mache ich denn da gerade? Achso, ja, ich mache das Richtige. Kannst du mal das Richtige drücken? So, bewegen. Stolus! Jo, cool! Er ist wieder da! So. Und dann sind wir ready to go und so. Ja, erstmal würde ich sagen, Gyarados mal nach vorne. Nee, doch. Dann müssen wir hier raus, dann kaufen wir uns Bälle und dann fliegen wir nach Forsthafen. Bälle gibt's hier oben. Okay, der ist einfach nur, ich dachte, der macht jetzt irgendwas Besonderes. Der sah aus wie der Defon-Waren-Typ. Nochmal Lotterie. Ja, das kennen wir schon, blablabla, Nummer, Lottoschein, muss über einziehen, bitte ziehen einen Lottoschein, Punkt, 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 Punkt. Der Lottoschein hat die Nummer, irgendwas jetzt prüfen, ob die Nummer mit einer die Pokémon übereinstimmt, blablabla, 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 blablabla. Schon wieder verloren, Alter. Du olle Schrulle. Stell dich nicht in meinen Weg, ich bin Pokéchamp, ich muss eigentlich alles gratis kriegen, Mann, ihr seid so unzuverlässig. Keine Ahnung. Nein, nicht was verkaufen, etwas einkaufen. Oh, wir haben 32.000. Wow. Ich hätte vielleicht noch andere Bälle kaufen. Ach ja, egal. Macht nix. Da müssen wir halt nochmal die Pokéliga machen. Dauert ja wieder nur zwei Folgen dann. Okay. Dim, Forsthafen. Also, dann fangen wir auf jeden Fall Latios mit dem Meisterball. Latios. Ich weiß gar nicht, welche Pokémon alle in der Beschreibung stehen, wenn ich ehrlich bin. Es muss natürlich auch ein anderes Pokémon nach vorne, weil... Vielleicht fange ich die anderen noch gar... Vielleicht besiegen wir die einfach hier, komm. Mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, haben wir Topschutz? Guck ich gleich, Pala. Ah, ich guck gleich. Gucken, ob wir Topschutz haben. Was mache ich denn? Da unten ist Topschutz. Zwei haben wir noch. Cool. Jetzt ist nur die Frage, wo surfen wir hin? Oh, das ist richtig. Oh, cool. Boah, wir haben Eisen gefunden. Damit können wir bald eine Eisenspitzhacke bauen. Ha, ha, ha. So, warte. Ich glaube, wir müssen nicht da lang, sondern hier runter, ne? Ne? Hier? Okay, nicht runter, alles klar. Kämpfe können wir auch später noch machen. Hä, wo geht das denn nochmal dahin? Hier, ne? Ich dachte, es kommt hier der Kampf. Hallo, irgendwo hier war das doch. Ich weiß es genau.
Also zumindest glaube ich, dass es hier irgendwo war. Verdammt! Okay, wie kriegt man die Dinger nochmal auf? Keine Ahnung. Okay, dann habe ich eine Vermutung, wie das funktionieren wird. Indem wir dahin fliegen. Und dann mit dem Schiff zur Kampfzone fahren. Ach, Wettbewerbe gibt es ja auch noch. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich nicht. So, hallo. Du wirst der Pferdefahrerin? Ja. Grafit Pozzetti, warum? Ich wollte nicht hin. Nein, jetzt sind wir auf dem Schiff. Ich glaube, auf dem. Jetzt müssen wir uns auf dem Schiff angucken. Hallo, Mr. Bio, Mr. Bio. Irgendetwas Großes wird passieren. Daher habe ich, ist eilig, aber was habe ich mich gefreut, dich zu treffen. Herzlichen Glückwunsch, Stenter Pugliam. Jemand wie dich würde ich gerne einladen. Es gibt da einen besonderen Ort. Und zwar die Kampfzone. Was das für ein Ort ist, schauen wir einfach an. Dafür habe ich ihn bereits mit Captain mal unterhalten. Mhm. Nächstes Mal, wenn du die Fähre nimmst, kannst du zur Kampfzone fahren. Okay, Mr. Bio. Ich erwarte dich also in der Kampfzone. Toll. Okay, es gibt also Kämpfe auf dem Schiff. Gut. Gucken wir doch mal überall rein. Hallo. Lena. Hallo Lena. Dann hängen wir halt noch ein bisschen auf dem Schiff hier rum. Das gehört ja mit dazu. Hibiskus und Libiskus, was für eine klischeehafte. Nein, Klischee nicht, wie heißt das? Klitsch. Keine Ahnung. Isilbe, Giga, Songa und Schokewelle. So, sehr gut. So geht es doch schnell, hoffe ich. Jawohl. Oh, 1000 EP ist okay. Das ist doch wirklich nicht nötig. Na komm, na komm. Sehr gut. Damit sollte die Biskus auch besiegt sein, hoffentlich. Oh, Mist. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Tempoheb und Funkensprung. Vielleicht macht er den ja platt, vielleicht nicht. Oh, cool doch. Die Biskus wurde besiegt. Sehr gut. So, Lena und Uwe wurden besiegt. Okay, ich sage die ganze Zeit besiegt. Wie oft habe ich jetzt besiegt gesagt im letzten Besiegt-Satz? Lustig, ne? Nein. Hallo, ist hier jemand drin? Nein, ich weiß, hier gibt es immer die Überreste. Ich glaube aber unten. Hallo? Hallo? Du, langweilt sich schrecklich. Ja, das ist aber doof. Da können wir was gegen tun, pass auf. Ach Gott, so ein Schnösel. Ein schnöseliger Mann. Junge. Himmelieb. In your face, Azumaru. Ja, war echt gar nicht so schlecht. Der ist eh schlecht. Für den, weil das uns so gut wie kein KP zieht. Ja, das war kein KP. Das ist, als wenn es daneben gehen würde, ja. Sag ja nicht, das wäre nicht so. So, jetzt machen wir besiegt und geschafft. Schnösel Kai. Das riecht. Das reicht, habe ich hoffentlich gelesen, mein Freund. So, wir gehen einfach mal in jede Kabine rein. Und das ist noch ein alter Mann. Hallo. Ja? Na. Ein alter Mann, sind deine Freunde stark? Ja, sind sie. So, Gentleman Claudio Pizarro. So, Voltenso wird. Oh. Oh. Kein Problem, kein Problem. Schnüffler, oh ja, das ist auf jeden Fall gefährlich für uns. Oh nein, er hat uns erkannt. Oh, Hilfe, renn weg. Nein. Ah! Dann kannst du auch übertreiben, oder? Ne? Okay, finde ich gut. Tempo-Hieb und Voltenso wurde besiegt. Warum mache ich eigentlich hier mit. Oh, Kleister.
Ich wollte gerade sagen, warum... Och, komm, Alter. Das gibt's doch nicht. Mach doch nicht so einen Mist. Ich höre jetzt, es gibt gleich Essen. Da muss ich gleich aufhören. Zu spielen. Na gut. Aber wir sind ja eh noch 10 Minuten von der Folge. Und dann machen wir einfach mal... Schweif. Eisenschweif. Das ist gut. Auf jeden Fall. Oh, haha. Danke. Warum hat er eigentlich eine höhere Initiative als Voltenso? Weiß ich nicht. Oh, das zieht aber ganz schön viel, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Oh, cool, Garados. Das muss auf jeden Fall sein. Lass mir jetzt den Garados haben. Setzen wir einfach mal Hydro Pump oder Surfer. Cascade oder Surfer. Machen wir Cascade. Machen wir mal Cascade. Och, ehrlich. Wow, jetzt werden die EP gleich durch 3 geteilt. Das ist ja super toll. Feuerschlag. Hä? Mann, Mann, Mann. So, wohl hin, so wurde besiegt. Sehr gut. Und damit haben wir das dann auch geschafft. 3520 Poké-Dollar. Pokémon. Tausch. Dauergamer. Setzen wir mal Dauergamer ein. Das mit den Voltensos war ja hoffentlich nur eine Ausnahme. Und dann gehen wir nochmal hier oben rein. Oh, der schon wieder. Willkommen an Bord. Ich bin jetzt der Captain der MSD. Du kannst mich ab sofort Captain Breck nennen. Ich war zwar schon in der Rente gegangen, aber als ich dieses majestätische Schiff gesehen habe, lass mich so sagen, es weckte die schlafende Seele des Überseviers. Aha. Ja, ja. Nein, ich hab dich wieder heimlich gegähnt. Oh shit. Okay. Ich glaube, wenn der. Ich glaube, mit dem können wir eine kurze Pause. Oh, Sengu. Pause und dann. Mach ich nach dem Essen. Warte, ich habe nicht mehr Hunger. Schon gleich 14 Uhr. Okay, Stahlflügel oder Flügelschlag? Stahlflügel. Na, dann mal Stahlflügel. Sollte kein Problem sein. Na, doch ein kleines bisschen. Okay, dann Flügelschlag. Ist bestimmt besser, ne? Aha, Augenfänger. Oh, ist echt besser. Cool. So. Sengu wurde besiegt, ja! Hier kriegen wir auch ein bisschen Geld, falls wir noch Bälle brauchen, das finde ich gut, finde ich gut. Vor allen Dingen, wenn wir nochmal gegen so einen Schnösel kämpfen, dann sind wir ja schon voll dabei. Ich weiß aber gar nicht mehr, was wir machen müssen, damit wir hier... Willst du kämpfen oder kotzen? Ja, erzähl. TM49. Okay, er will gar nichts, er will uns nur was geben. Übernahme. Nö, es ist schlecht. Ich muss niesen. Oh ja, sexy Nieser. So, was haben wir hier? Wieder eine olle Frau. Die hat bestimmt Pflanzen-Pokémon. Achso. Bestimmt. Hoffentlich. Wir haben nämlich gerade perfekt Dauergamer vorne. Das war super, wenn die das hätte. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich weiß einfach Bescheid. Ah. Fliegen. Tja, Gigasauger, das bringt dir leider nichts. Und Fliegen macht einen One-Hit. Ja. Und Dogger mache ich Level 43. Gut. Lady Naomi. Oder Maomi? Naomi. Oh, auch 9000, Alter. Kaule, kaule, kaule. Für uns. So, dann nehmen wir mal. Nehmen wir dann da. Den würde ich sagen, weil Basti ist. Dann warte, wir gucken nochmal in den Mülleimer. Und dann kämpfen wir gleich gegen den Typ da drüben, der bestimmt Elektro-Pokémon hat. Ja, aber erstmal noch in den Mülleimer gucken, natürlich. Er ist natürlich auch leer. Und. Ja, du willst das sehr absolut und an den Wettbewerben teilzunehmen. So viel zur Pause. Alles klar. Ich bin Gott.
Ey, Neko! Aha. Gut. Boah. Klar. Hätte ja sein können, dass wenn man den, die Pokéliga besiegt hat, dass man dann noch Pokémon auf 22 mit hat. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Hat er endlich 6 Inikos auf dem Level 22? Okay, 6 und 3. Na, vielleicht doch nicht. Aber Surfer nochmal. Sollte ihn besiegen, ne? Jo, gut. Ja, war auch nicht wirklich schwierig. Noch ein Ineko, toll. Jetzt bestimmt auf 100. Auf 40, ja, aber immerhin. Dann können wir schon mal Hydro-Pumpe verschwenden. Nein, können wir eigentlich nicht. Was mache ich denn? Toll, mit Zuschuss darf er 2 Attacken ansetzen, Navi. Oder eine beliebige. Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, mit Zuschuss setzt er dann irgendeine beliebige Attacke ein. Die er vielleicht auch gar nicht selber hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Also keine Garantie dafür. Noch eine Ineko. Boah, langweilig. Auf 12, ja Mensch, du. Alter. Alter, alter Schwede. Und noch eine Neko. Oh mein Gott. Welches Level? 10? 5? 30? Boah. Also ich habe schon anspruchsvollere Gegner gesehen, ne? Also. Boah, ey, Leute. Eniko, oh Mann, ein anspruchsvolles Pokémon. Ah! Dann nehmen wir mal Basti. Basti, 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 Basti. Pokéfan Attila. Attila der Hunde. Hitzekoller. Das wird bestimmt voll stark, die Attacke. Und besiegt den jetzt auch. Und du siehst den ja wirklich. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Das wäre schön. Und da ist Attila der Hunde auch besiegt. So wie es in echt wahrscheinlich auch passiert ist. Auf jeden Fall ist er tot. So, dann gehen wir jetzt mal runter. In Deck unten. Hier sind die Überreste drin. Ich weiß das doch ganz genau. Da oben. Dann sind ja noch 2 Kämpfe und die haben, glaube ich. Ja, Überreste. Die sind gut. Diese geben wir gleich mal an Pokémon. Und zwar. Der die Wesens-KP hat. Okay, aber der hat höchsten Verteidigungswert. Also, Prolo. Item geben. Überreste. Dann heilt er sich nämlich immer wieder. Haben wir jetzt irgendwie eine Beere gegen Paralyse oder so? Bitte? Irgendwas haben wir wohl bestimmt gegen Paralyse. Nee. Was gucke ich bei Bällen eigentlich nach? Haben wir hier was gegen Paralyse? Schlafen, Vergiftung, Verbrennung, Frost? Nö. Alles außer Paralyse. Cool. Na gut. Oh, warte, warte, warte. Mist. Jetzt haben wir noch Dings von. Ich glaube, der hat echt Flugwasser-Pokémon. Ich glaube schon. Nee. Nicht ganz. Okay. Entwickel den bloß nicht. Es könnte ich ja weiterbringen. Aber nö, 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 ja. Nö. Warum auch? Ist ja nicht wirklich nötig. Würde nur seine ganzen Werte heben und er wird jetzt nicht mit einer Kaskade draufgehen. Also, ja, tut er so nicht, aber trotzdem. Ein Volltreffer. Toll. Dann machen wir nochmal Surfer. Einfach mal gucken, was da ist. Holo wurde besiegt. Was für eine Überraschung. Das war nicht sonderlich schwierig. Pelipper wird eingesetzt. So setzen wir einfach mal Voltenso ein. Einfach, weil das jetzt am schnellsten geht. Meine Güte. Und dann nach dem Kampf beende ich dann die Folge und mache dann in der nächsten, Anfang der nächsten Folge den anderen Typ. Ja. So machen wir das. Und dann legen wir an. Schockwelle. So, das sollte eigentlich One-Hit machen. Jawohl. Danke sehr.
1510 Erfahrungspunkte Marschock wird eingesetzt und dafür setzen wir natürlich Dauergamer ein. Jawohl. So, mit Flügelschlag. So, da. Leonard heißt der Matrose. Alles klar, Matrose. So, Flügelschlag macht eventuell kein Wort. Gesicht. Ah, Gott, die Lupe. Ah, die Lupe verbrennt mich. Oh, gut. Oh, Kot. Ach. So lustig. Schlagflügel. Einfach nur, weil wir es gerade haben. Und er ist eh weg. Und ja. Jolo. Ah, jolo. Okay, da haben wir den Leonard Fuzzi besiegt. Und dann würde ich auch sagen, danke fürs Zusehen bei dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann gegen den Typ, der da rechts immer noch komisch rumrennt und so. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir so die legendären Pokémon alle kriegen. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao.